Welcome to the Cognitive Service Robotics Apartment. Hello. Das ist unser kognitives Service Robotics Apartment. Das heißt, das ist ein Apartment mit einer intelligenten Umgebung und wir haben einen Roboter hier drin, der auch intelligent ist. Und das Ziel ist, dass wir untersuchen wollen, wie Menschen im Alltag mit so einer intelligenten Umgebung umgehen, wie sie mit ihr interagieren und kommunizieren können und inwiefern ein Roboter dabei helfen kann. Für uns ganz wichtig war eben, das als Experimentierumgebung zu entwickeln, um auch anderen Arbeitsgruppen zu erlauben, tatsächlich hier Experimente drin zu machen. Und Experimentierumgebung heißt unter anderem, dass wir natürlich Funktionalitäten hier haben, also dass das Apartment schon auch intelligent ist, aber eben auch, dass wir es ermöglichen, zum Beispiel Daten aufzuzeichnen. Dazu gehören sensorische Komponenten, Tracking-Systeme, Kameras, sodass der Raum auch weiß, wo sich Personen im Raum befinden. In den Fußboden eingelassene Sensoren, zum Beispiel im Bereich der Küche, sodass der Raum weiß, wo Personen gerade daherschreiten oder wie sie ihr Gewicht verlagern, in welche Richtung sie ausgerichtet sind. Aber auch Mikrofone, um zu hören, wo sind Personen und was äußern die, sodass das Forschungsapartment überhaupt die Basis hat, auf der sie richtig mit den Bewohnern oder Gästen interagieren kann. Guten Tag. Flo, wie lerne mein Gesicht? Dann gib bitte deinen Vornamen hier ein und schau mich an. Ja, wir haben hier im Apartment die Möglichkeit, mit ganz verschiedenen Arten von verkörperten Interfaces auch zu interagieren. Also neben dem sehr verkörperlichen Roboter, der in der physikalischen Präsenz vor uns steht, haben wir auch den Flobi, der virtuell sich hinter den Monitoren versteckt und von dort auf uns schaut und mit uns interagiert. Wir haben trotzdem das Gefühl, dass er uns in der Wohnung wahrnimmt, weil er verfolgt uns auch passend mit seinen Blicken. Und das ist dann eine zweite Instanz, mit der wir kommunizieren. Und interessant ist dann natürlich auch, wie wir Dialogkontexte jetzt rübernehmen von der Interaktion mit dem Flobi hin zu dem Roboter Floka. Wir haben zum Beispiel herausgefunden, dass es nicht so einfach ist für ein Apartment, wenn man keinen Roboter hat, herauszufinden, mit wem spricht der Mensch eigentlich. Spricht er gerade mit dem Apartment? Will der gerade was von dem System oder sprechen die Menschen einfach gerade untereinander? Da haben wir jetzt eine Adressatenerkennung entwickelt, die in der Lage ist, eigentlich zu erkennen, mit wem der Mensch gerade spricht. Das ist für uns ganz wichtig. Außerdem wissen wir auch, wo Leute sind, in welche Richtung die sich bewegen. Das heißt, wir wissen mittlerweile ganz gut, was für eine Situation eigentlich gerade ist. Ist zum Beispiel gerade Demo? Wie viele Leute sind überhaupt im Apartment? Ist nur eine Person, die spricht oder sprechen alle durcheinander? Das sind so verschiedene Situationen, wo das Apartment auch unterschiedlich reagieren muss und wo auch die Perzeption, also die Wahrnehmung vom Apartment unterschiedlich funktionieren muss. Flobi, wo kommt der Teller hin? In den vorderen Schrank. Wo kommt das Besteck hin? Wir sind das gewohnt, meistens mit Systemen zu interagieren über einen quadratischen Bildschirm, sei es das Smartphone, das Tablet oder ein Computerbildschirm und über Tastatur. Und diese Art von Interaktion funktioniert im Arbeitskontext wunderbar. Aber im privaten Umfeld ist das vielleicht nicht das Ideale, weil es die Aufmerksamkeit eben auf ein kleines Displayfenster bindet. Deswegen ist es wichtig, neue Wege zu finden, wie wir Informationen in den Raum sozusagen legen können, sodass ein Gewahrsein dieser Informationen stattfindet, dass Gäste und Bewohner wissen, was für Informationen vielleicht neu ankommen, ohne von diesen unterbrochen oder gestört zu werden. Wir Menschen hören permanent auf unsere Umgebung, auf die Klanglandschaft, die uns umgibt. Und diese Fähigkeit, den Hintergrund zu monitoren, zu hören, die ist weitestgehend unausgenutzt. Und wir nutzen diese Möglichkeiten jetzt durch Sonifikation, durch Datenverklanglichung. Wir werfen jetzt nochmal einen Blick auf die intelligente Pflanze, die jetzt hier aufgebaut ist und wie schon gesagt die Energieverbräuche hier im Apartment darstellt. Im Hintergrund hören wir auch ein leichtes Plätschern. Das ist der Grundenergieverbrauch dieser Wohnung. Und wenn nun ein weiterer massiver Energieverbraucher, wie zum Beispiel hier dieser Wasserkessel, in Betrieb geht, dann sehen wir, dass der Klang anschwillt zu einem Regenschauer. Das ist jetzt bewusst etwas lauter dargestellt, so dass man es auf dem Video auch hören kann. Aber man sieht, die Pflanze hier fängt an, im gelben Licht geflutet zu werden
Und wir sehen jetzt auch, dass dieses Blatt hier langsam sich senkt und den integrierten Energieverbrauch anzeigt. I will press the object. Let's have a look. In der Regel präferieren wir Leute es schon, wenn wir einen Ansprechpartner haben, wie zum Beispiel eben den Roboter. Das ist etwas, was uns, glaube ich, einfach mehr liegt. Das ist etwas, was wir kennen. Wenn wir so etwas wie ein Apartment haben, dann kriegen wir ganz wenig Feedback und das finden wir dann ungewohnt. Also wenn ich jetzt wirklich hier mit dem Apartment spreche und sage, ach, nimm doch bitte mal auf, wie wir uns hier unterhalten, dann, und man hat nicht so wirklich einen Gegenpart, der einem wirklich antwortet, der nickt, der irgendwie vielleicht auch mal mhm sagt oder sowas, vielleicht eine Grimasse zieht oder verständnisvoll lächelt, das fehlt uns dann. Und deswegen ist es gut, so etwas wie einen Roboter zu haben. Also es wird weitergehen mit dem Projekt. Wir werden uns so ein bisschen diversifizieren. Wir werden mit anderen externen Kooperationspartnern auch weiterarbeiten. Wir werden neue Projektziele definieren. Das wird sicherlich nochmal eine stärkere Einbindung des Roboters in das Apartment bedeuten. Ja, es gibt ganz viele Forschungsfragestellungen, die jetzt auch in der ersten Phase klar geworden sind, dass man die noch detaillierter beforschen muss. Ein Problem ist, dass man in den meisten Ansätzen in der Mensch-Maschinen-Interaktion immer von so einer 1-zu-1-Zuordnung ausgibt. Hier in Apartment finden aber auch verschiedene Dinge parallel statt und mehrere Menschen sind gleichzeitig im Apartment. Und wie finden dann diese Koordination statt? Und darauf muss dann so ein Apartment-System dann auch insgesamt reagieren können und solche Situationen verstehen können.